Okay, jetzt habe ich es gerade getestet. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich irgendwann mal überlegt hatte, ob ich beim Springen dashen kann? Die Antwort ist nein. Ich kann lediglich bodengebunden dashen, denn das ist eine schnelle Bewegung auf dem Boden. Gut, so angeln ist da. Ja gut, mal angeln. Gut, angeln fürs Kätzchen. Vielleicht kriegen wir da eine Fischgräte. Ja, wir können den Fisch füttern. Wir können den Fisch verfüttern. Freut sich das Kätzchen. Gut, hier haben wir auch alles erledigt. Hier wartet nichts mehr auf uns. Nö. Kommen auch nicht da durch, was man sich aus überlegt hatte. Ich kann jetzt hier nochmal da versuchen, irgendwie hochzukommen, ob es da vielleicht einen geheimen Weg gibt. Ob ich da vielleicht... Ach, genau, das wäre vielleicht noch eine Variante, ne? Ob ich da irgendwo so einen Teleporter finde, dass ich da hoch kann. Weil da ist eine Statue da. Also generell da hoch müsste ich kommen. Was ist das? Kann ich hier hoch? Guck, so steil sieht das gar nicht. So steil sieht das gar nicht aus. Aber ich kann hier nicht hoch. Doch hier. Ah, guck mal. Es gibt hier sogar einen richtigen Weg, der hier hochführt. Na, guck mal an. Ach, nicht schon wieder, bitte. Ich will doch nicht. So, habe ich doch schon gemacht. Alles schon erledigt. Da schießt noch einer. Ich möchte jetzt ganz gerne mit der Larre verquatschen, aber wenn da noch einer schießt, ist das vielleicht gerade ein bisschen gefährlich, oder? Miss, I can't really keep up with bringing new corpses down. There's just not enough of them since this ant started spreading all across the land, devouring everything. Not enough? Do you mean it's your responsibility to bring them down even if there isn't any? Of course it is. Trust me, miss. You wouldn't believe how many things in the underworld run on rotten flesh. It's crucial for the entire infrastructure down there. I come by some meat every now and then, but I don't really allow it to rot. Not my kind of taste, you know. Oh, that's no problem at all, miss. I rotted myself once. I have it. Ach, ich habe gar kein Fleisch gerade, stimmt. So, if someone would be kind enough to share some meat with me. That such goods require very special effort from the supplier, Mr. Lava. I'll be back. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt mal eben kurz nach einem Reh suchen oder so. Ich würde die Sache ganz gerne erledigt haben, weil sonst weiß ich nicht, ob ich Herr Larve nach seinen Wünschen an einem anderen Ort wiederfinde. Also, dass er dann die gleichen Gelüste hat oder ob dann die Quest was anderes ist. Lass mal hier oben gucken. Und hier ist alles, nee, das muss wenn irgendwie auf einer Ebene sein, wo ein Hirsch rumdückelt. Kann jetzt hier nicht sein. Glaube ich. Oh, gucken wir mal. Lief da unten nicht ein Hirsch rum? Irgendwo mal. Vielleicht da hinten ist zu weit. Einmal kurz und flicks runter. Da. Auch zu weit. Das kann doch nicht alles zu weit sein. Ich hab doch einen schicken Bogen. So.
Nee, den brauche ich nicht, den goldenen Zimmermann da. Den lassen wir. Haben wir schon zwei, dreimal einen vor die Ombre geknüpft. Jetzt suche ich nur mal eben kurz einen Hirsch. Ah, Hirschli. Oh, da ist eine Statue, die ich noch gar nicht aktiviert. Ja, da gehen wir doch mal eben kurz kuscheln. Gibt doch wieder ein Sägen. Oh, die sieht aber gut aus, die Statue. Hübsch. Die ist aufwendiger gestaltet. Jetzt qualmt sogar der Kopf. Hübsch. Aber brauchen immer noch Ahirsch. Ahirsch, Are, Abambi, Afuchs. Aber das war doch so eine Ebene hier, ne? Wo ab und an mal so ein Vierhufer rumrannte. Ne, nicht diese kleinen, die kleinen, die meinte ich nicht. Das sind nur normale Gnome. Nee, keine Ahnung, Wiesel. Irgendwas Kleines, Freches auf jeden Fall. Fleisch konnte ich ja nicht in den Sack stecken. Beziehungsweise, ich habe nie so viel Fleisch, weil Fleisch ist ja nichts, was ich einfach so nebenbei einsammeln. Da muss ich ja gezielt jemanden töten. Und da ich das ja nicht tue, da ich ja eine ganz eine Liebe bin, ist da halt nicht viel, ne? Ups. Da ist Ahirsch, da haben wir es doch. Komm her. Hops, 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 der war doch gerade hier. Wo ist denn der? Habe ich jetzt eine Halluzination gehabt, weil ich mir den Hirsch so gewünscht habe? Der war doch gerade hier. Ihr habt den doch auch gesehen, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr habt den doch gesehen. Da war doch ein Hirsch. Lässt sich jetzt essen lassen von so einer Fleischfresse? Nee, der isst doch nicht einen ganzen Hirsch. Und selbst bei mir beißt er sich ja nur ein Stück raus. Ist der? Oder hat er sich gesagt, nö. Er holt jetzt Pfeil und Bogen raus. Da renne ich lieber weg. Da. Zack. Einer erwischt. Nummer 1. Oh, weiter, weiter, weiter. Hinterher. Noch hoffe ich, dass ich ihn sehe. Da. Ja. Hab ihn. Blessed be your gifts, mighty forest spirit. Your paths always be filled with plenty. Entschuldige. Und ab zu Herrn Larve. Damit wir das erledigt haben. So, wo strahlst du hin? Hier, zu einer Kiste. Die habe ich noch nicht auf. Hallo. Okay. Danke.
Oh, da oben ist wieder eine so eine Statue, wo ich Königin sein muss oder irgendwie sowas. Warte mal. Glaube ich, bin's noch nicht, aber ich muss da mal eben gucken. Oh, rechts. Da. Hallöchen. Darf ich schon? Zwei. Ich hab drei erledigt. Müssen dann nämlich drei Kristalle sein. Oder ich habe zwei auf einmal eingesammelt. Kann auch sein. Schauen wir mal. Hallöchen. Kann ich schon? Darf ich schon? Nur wer des Preises würdig ist, kann ihn erreichen. So, dann gib mir. Bin würdig. Ich kehre zurück, wenn ich bereit bin. Ach Mann, no. I'll return once I'm ready. Wieder nicht. Ach, da ist er. So, wenigstens ein Kristall noch eingesammelt. Da ist das X. Aber hier durch, hier durch. Sind wir echt so weit gelaufen? Muss ja. Muss ja. Warte mal. Wir müssen hier weiter links. Stimmt. Habt ihr recht. Einmal hier kurz. Okay, ich muss erst kämpfen hier. Da. Da ist sie hin. So viel kämpfen. Nur damit ich einmal speichern kann. Das ist echt fies. So, jetzt kann ich da hoch. Dann müsste Herr Larve hier sein. Ist er noch? So did you happen to stop? The first one's free. Whatever it takes to keep the underground running properly, I suppose. Splendid. I start rotting it right away. Thank you, miss. Ich werde es gleich verrotten lassen. Das ist auch eine coole Aussage. Gut, dann kämpfen wir uns mal weiter hier hoch. Und schauen mal, was uns dann hier erwartet. Weil es müsste ja... Herr oder Frau Stein dann, glaube ich, noch hier oben warten, ne? Next. Und unten hatte ich doch irgendeine dieser Statuen gesehen. Your sister? Oh, did I mention looking for her does you good? Ah, die habe ich glaube ich übersehen, oder kommt die erst später? Muss sie echt mal da runter schießen. Komm, ich brauche ein paar Bobox. Oh, hab ich mich erschrocken? It's Volko. What's the matter? Going through a rough patch, two of you? Oh, get off me. Einmal wurde die Kamera übernommen vom Spiel. Aber muss ich jetzt echt wieder nach unten?
glaube ja, ne? Weil hier die Pfeile sind. Ach, ich bin jetzt auf der Rückseite. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Okay, da kommen noch ein paar angerannt. Das heißt, wir sollten uns mal ein Ziel überlegen. Nicht, dass sie immer nachspawnen. Nee, tun sie nicht. Okay. Dann brauchen wir uns kein Ziel überlegen. Aber wir werden jetzt mal eben kurz den Ausgang gucken, ob das stimmt, was ich mir so überlegt hatte. Suche die Puppen, mache ich gleich. Ich erstmal da oben hin. Was, Mann? Aber die Hölzer sehe ich auch nicht. So, kann ich das von hier? Guck. An der Rückseite kann ich das aufmachen, genauso wie ich das vermutet hatte. Muss ich halt nur dran denken. Dann geht das auch schon. Gut, untersuche die Puppen. Bist du eine Puppe, die ich untersuchen muss? Nein. Da blitzelt was, dann muss ich die Puppe untersuchen. Nee, stimmt, das ist die Puppe. Okay, das kommt wieder. Irgendeine Videosequenz. No surprise here, really. He had it coming for so long, didn't he? She's here for you, Volko. Aber du alte Hexe. Und wieder mal dem Geist nachfolgen. Na gut. Hallo, Herr Geist. Dann gehen wir mal Ihnen auf den selbigen. Es werden immer ein paar Geister angezeigt. Also so ganz schwierig dürfte das nicht sein mit der Verfolgung. Ich werde allerdings gucken, wenn es zwischendurch wieder einen Speicherpunkt gibt, wo ich da mal eine Tüte speichern werde. Denn das möchte ich jetzt häufiger tun. Da oben ist eine Schlange, da muss ich durch. War hier... Genau, hier war doch eine Katze. Ich wusste doch. Geist, bleib mal ganz kurz da. Ich muss mal eben kurz eine Katze suchen. Die Speicherung. Wo waren das? Hier oben? Ne, da nicht. Ich habe aber kaum noch Leben, sehe ich gerade. Warum habe ich denn kaum noch Leben? Wer hat mich denn so kaputt gemacht? Mir war doch ganz lieb. Ach, da. Ach, hier hinten. Ich muss hier unten rum. Ich muss unten um. Das war ja die eine, die Katze mit der Kiste. Mit dem Grabbelsack hier vorne. Genau. Ja, hi. Hier rein.
Jetzt gönn. So, dann ein... Nee, warte mal, hier konnte... Nee, hier konnte ich gar nicht speichern. Wo war das? Ich konnte doch... Nee, warte mal, ich geh mal Katze füttern. Oh, und wieder volles Leben. Na, das ist doch schön. Jo, das hat mir zwar jetzt kein Speichern gebracht, aber wenn ich Glück habe, da den... Den, der dürfte nicht allzu... Ach du, der ist... Oh, der ist runtergesprungen. Kann das sein? Oder habe ich den mit einem Schuss getötet? Mann! Blödes Vieh. Ja, der ist, glaube ich, hier in diese Richtung gehopst, ne? Ja, der ist weg. Deswegen hat die sofort gesagt, dein Blut ist nicht umsonst geflossen. Der Scheiß ist doch umsonst geflossen. Ich kann den ja nicht ernten. Ja, das ist jetzt unglücklich gelaufen. Da unten, da komme ich doch nie im Leben hin. Da werden die mich sofort sterben lassen. Nee, dann ist der umsonst gestorben. Tut mir leid. Okay, aber wir haben unser Leben einigermaßen wieder aufgefrischt. Der Geist wartet auf uns. Der ist uns sogar wieder ein bisschen entgegengekommen, wie wir sehen. Und dann gehen wir mal weiter hinter dem her. So, du möchtest da durch, hast du mir gesagt. Guck immer mal so ein bisschen links, rechts. Irgendwas Schönes noch ist, was man so mitnehmen kann. Ne, scheint aber nicht so zu sein. Alles ziemlich normal, überschaubar und ziemlich eintönig. Da, Speicherpunkt. Dann den nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir jetzt dahin, wo wir schon waren, unter die Schlangen.